Ja, willkommen zu einem spannenden Gespräch über spekulative und fragwürdige Gewinne, die gerade in Krisenzeiten gemacht werden. Und das wollen wir heute am Beispiel Wohnen mal exemplarisch durchspielen, aber auch über Alternativen sprechen. Nicht nur zum Thema Wohnen, sondern ganz allgemein zum Thema Finanzwesen und Finanzkapitalismus. Damit hat sich sehr intensiv Professor Christian Kreis beschäftigt, den ich herzlich begrüße hier zum Gespräch. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wohnen ist natürlich jetzt das zentrale Thema, aber Sie haben sich auch ganz allgemein mit Finanzkapitalismus beschäftigt. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie haben als Volkswirtschaftler und Finanzwissenschaftler eine Professur an der Hochschule Aalen, haben darüber hinaus aber als Publizist fast jedes Jahr ein spannendes Buch herausgebracht. Jetzt widmen Sie sich gerade dem Thema Wohnen. Wie sich das zum neuen Spekulationsobjekt entwickelt hat, während sich Menschen bald ihre Miete nicht mehr leisten können, zusätzlich zu gestiegenen Preisen für Energie und Lebensmittel. Über das Wohnen wollen wir, wie gesagt, exemplarisch heute sprechen, auch exemplarisch für eine aus dem Ruder laufende Profitwirtschaft, aber auch exemplarisch mit Blick auf Alternativen. Mietsteigerungen hier, Profite dort, das zeigt sich eben im Wohnungsbereich besonders krass. Private Wohnungskonzerne wie Vonovia, börsennotiert, haben 2021 Dividenden ausgeschüttet, die etwa ein Drittel der Miete ausmachen. Haben Sie recherchiert? Die Dividenden gehen an anonyme Großanleger, zum Beispiel auch Rentenfonds. Ein Drittel der Miete für den Profit, kann man das wirklich so sagen? Naja, wenn man in die Bilanz von Vonovia reinschaut, das ist ja ein DAX-Konzern mit ungefähr 560.000 Wohnungen, der größte Teil davon in Deutschland. Und rein in der Bilanz von Vonovia für 2021 steht, die Mieteinnahmen waren ziemlich genau 3 Milliarden Euro. Die ausgeschüttete Dividende war ziemlich genau 1 Milliarde Euro. Also auf 3 Euro Mieteinnahmen kommt 1 Euro Dividende. Und wenn man das jetzt rein nur mal ohne Steuern und diesen ganzen Verrechnungen und anderen Dingen, die dann die Bilanz ist, ziemlich kompliziert zu lesen, so eine Wohnbilanz, wenn man das nur gegenüberstellt, kann man sagen, von 3 Mieteuro von Vonovia ist 1 Euro als Dividende geflossen an überwiegend im Ausland lebende Großaktionäre. Ich glaube, 89,2% der Aktionäre von Vonovia sind nicht in Deutschland und sind ganz zum größten Teil eben Großeigentümer, Großgrundbesitzer oder Großaktionäre. Das heißt, die Mieten könnten rein rechnerisch um ein Drittel gesenkt werden. Denn es geht ja ständig darum, dass die Mieten steigen und steigen. Was auch ein bisschen heikel ist, Vonovia hatte Deutsche Wohnen übernommen 2021 und Deutsche Wohnen war ja im Fokus sehr stark in Berlin. Da gab es ja die Volksabstimmung. Wie soll man mit großem Immobilieneigentum umgehen? Und eine Mehrheit der Bevölkerung, 56%, hatte gesagt, enteignen. Und diese Deutsche Wohnen ist dann für gut 18 Milliarden von Vonovia übernommen worden, mit dem Versprechen, wir werden die Mieten nicht erhöhen, sondern gerade hier, um nicht Öl ins Feuer zu gießen. Und dann kommt ein halbes Jahr später jetzt vom Vorstand Vonovia, leider, leider, wegen der Inflation werden wir doch die Mieten deutlicher anheben müssen. Kam gar nicht gut. Aber dahinter steht ganz grundlegend ganz anderes Problem, dass die Bodenrenten, eben die Dividenden, Bestandteil der Miete sind und dass die Mieter selbstverständlich die Dividenden mitzahlen. Und wenn ich jetzt nur die Vonovia-Zahl nehme, würde ich sagen, können wir die Mieten sofort um ein Drittel senken. Ja, und Sie sprachen jetzt schon die Bodenfrage auch an, was ja bei Mietwohnungen und überhaupt im Wohnungsbereich sehr wesentlich ist. Und die Privatisierung, also die Privatisierung des ganzen Wohnungsbereichs, dass da überhaupt Konzerne sich so tummeln, das gab es ja früher eigentlich gar nicht. Die sollten wir vielleicht nochmal kurz rekapitulieren und dann auch nochmal zur Bodenfrage kommen. Was hat es mit der Privatisierung im Wohnungsbereich auf sich? Ja, Privatisierung ist ja seit den 80er Jahren, 90er Jahren, also die Gewerkschaftswohnungen, das hat ja alles nicht so besonders gut funktioniert. Da sind viele von sozialen Wohnungen in öffentlicher Hand, in sozialer Hand, in Hand von auch von Gewerkschaften sind ja nach und nach privatisiert worden. Aber das Grundproblem ist eigentlich meiner Meinung nach die Bodenrente. Der Boden in Deutschland kostet vielleicht 2 bis 3 Billionen Euro. Also es sind Schätzungen, wie viel der Boden eigentlich wert ist. Und die Bodenrente bekomme ich dafür, dass ich im Grundbuch stehe, ohne irgendwas arbeiten zu müssen. Also das ist für mich der Ausdruck leistungsloses Einkommen als eine Rentenzahlung. Also jeder, der im Grundbuch steht,
der kann ja andere ausschließen von dem Grundstück und kann dadurch eine Leistungszahlung bekommen, wenn er mehr hat als das, was er selber zum Wohnen braucht oder zum Arbeiten braucht, kann es verpachten oder vermieten. Und diese Miet- und Pachteinnahmen für den Boden, die sind absolut leistungslos, denn für Boden muss ich ja nichts tun, der ist uns ja vom lieben Gott geschenkt oder ist hier einfach da, ja. Also das Kernproblem ist die Bodenfrage meiner Meinung nach und die Bodenverteilungsfrage. Und jetzt gibt es leider keine gescheiten Zahlen zur Bodenverteilung in Deutschland. Also ein Experte, mit dem ich da im Austausch stehe, sagt, das ist eines der bestgehüteten Geheimnisse in Deutschland. Keiner weiß genau, wem der private Boden gehört, abgesehen von den Wäldern und so weiter in Staatshand. Aber wenn ich jetzt nach Österreich schaue, da haben die 100 reichsten Familien gehört 10% vom Boden. Und in den USA gehören den 100 reichsten Bodeneigentümern einmal Gesamtflorida, also eine ganze Menge von USA, mit der Tendenz, dass die obersten 100 Eigentümer in den letzten 10 Jahren in den USA ständig größere Beträge bekommen. Was ja auch ganz logisch ist, wenn 100 Familien 10% vom Boden gehört, sie kriegen so viel Mieten, Pachten, die wissen gar nicht, wohin damit, kaufe ich mir ein neues Stück Boden. Übrigens ist Bill Gates mittlerweile der größte Eigentümer von Agrarboden in ganz USA. Also Geld kommt zum Geld, Sach kommt zum Sach, Boden kommt zum Boden. Das sind so Phänomene, die wir in den letzten Jahren beobachten können, dass eine zunehmende Konzentration von Vermögen kommt. Und darauf ruht überall leistungslose Einkommen, was den Fall vom Boden anlangt. Und diese leistungslosen Einkommen müssen dann am Schluss die Mieter bezahlen, die in den Wohnungen leben. Mhm. Und deswegen ist ein ständiger Fluss von vielen zu sehr wenigen. Und auch in Deutschland hat man ja das Phänomen, dass zum Beispiel Aldi sehr viel Land jetzt aufkauft und auch vor allen Dingen Menschen, die gar nichts mit Landwirtschaft zu tun haben oder so. Und es gibt ja auch sehr viele Initiativen jetzt dagegen. Aber um nochmal zurückzukommen, Sie sagen, also der Staat ist kein guter Wirtschafter. Dennoch denken ja auch Sie bei den Alternativen stark darüber nach, wie man also einen Rahmen setzt, um also zu gerechteren Verhältnissen zu finden. Und durchaus auch gibt es ja Formen, die jetzt nicht unbedingt Verstaatlichung bedeuten, aber doch Vergesellschaftung im Sinne von, dass die Idee einer Treuhänderschaft oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft geschaffen wird oder dass eine Gemeinnützigkeitsbindung entsteht. Also dass man schon eine starke Rahmensetzung macht, die dann also auf jeden Fall auch diese leistungslosen Einkommen verhindert und auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung und das Selbstkümmern, wo man wohnt, wie man wohnt, vielleicht stärkt. Also natürlich haben wir die Genossenschaft als Gedanken, das liegt jetzt nahe. Aber wir hatten ja auch mal zum Beispiel den Begriff Wohngemeinnützigkeit, dass also in der Kommune ein hoher Anteil von Wohnungsbau wohngemeinnützig ausgerichtet wird. Also insofern schon ein öffentlicher Wohnungsbau ist. Aber wo ist jetzt für Sie das berechtigte und gute öffentliche Interesse und wie kann man es berechtigt und gut vertreten? Und wo ist jetzt für Sie das, wo Sie sagen, ah nee, also der Staat ist da nicht gut? Also ich würde da zwei Dinge trennen. Das eine ist Bodeneigentum. Wem gehört der Boden? Und da gibt es eine ganz einfache Gegenmaßnahme, eine progressive Bodensteuer. Punkt. Man gibt einen bestimmten Freibetrag, 1, 2, 3 Millionen, auch pro Kind, einige Millionen Euro wert, aber dann eine progressive Bodenabgabe, dass man diese Konzentration von Bodeneigentum in Händen von weniger und weniger werdenden Menschen, die muss gestoppt werden. Die können wir nur kollektiv stoppen, die kann nur der Staat stoppen über Eingriffe. Eine progressive Bodenabgabe wäre mein Vorschlag. Also, dass alle Leute, die in eigenen vier Wänden wohnen und die Landwirte, die ihr eigenes Land bebauen, alle davon nicht berührt sind. Aber in dem Moment, wo ich 20 Häuser habe, 50 Häuser, 50.000 Häuser habe, wie Vonovia, oder Hunderte von Hektaren, die ich gar nicht mehr selbst bewirtschafte, da eine progressive Bodenabgabe drauf. Das wäre das eine. Das würde ich aber stark trennen, wie also ein kollektiver Staatseingriff auf die Bodeneigentumsfrage, auf die Bodenabgabe. Denn dann würde über eine progressive Bodenabgabe würde der Boden langsam zurückwandern an nicht große Eigentümer, also eine Latifundiensteuer. Und ganz davon unabhängig davon, finde ich, ist, wer betreibt Wohnungen, wer baut, wem gehören die Wohnungen. Und da ist es ideal natürlich zunächst mal, dass so viele wie möglich Familien in den eigenen vier Wänden wohnen können sollen. Das würde man über die Abgabe machen.
Aber man kann dann ja sagen, wer soll das jetzt organisieren für die, die nicht selber bauen wollen, die zur Miete wohnen. Und da gibt es Genossenschaften oder Stiftungen. Und das hat gut funktioniert. Also dass man eine Vonovia letztlich überführt in Stiftungseigentum wie Carl Zeiss oder wie Bosch, wen auch immer. Es gibt ja Stiftungen, die funktionieren hervorragend. Der Bosch ist das größte Automobilzulieferunternehmen der Erde, so viel ich weiß, und funktioniert als Stiftung. Das würde funktionieren. Mir geht es darum, an wen fließen die Früchte ganz am Ende, nachdem alles renoviert ist, gebaut ist, die Kosten abgerechnet, dann bleibt am Schluss immer noch eine sogenannte Rente über, die letztlich die Bodenrente ist. Wem gehört diese Bodenrente? Und die würde dann in eine Genossenschaft fließen oder in eine Stiftung fließen und die Genossenschaftsmodelle, die funktionieren. Mhm. Also die Raiffeisenbanken, die Volksbanken, die gibt es ja seit dem Herrn Raiffeisen, die funktionieren sehr gut. Also die Organisationsform, das sollte jetzt nicht eine staatliche Bürokratie verwalten, sondern das sollte wiederum Genossenschaft, das sollten Private verwalten. Also insofern trenne ich den staatlichen Rahmen, die Regulierung, die Steuergesetzgebung, die Abgabengesetzgebung und dann wirklich, wer ist jetzt der Ökonomische, wer ist die Unternehmerin, die Unternehmer, wer sind die Verantwortlichen, die diesen Wohnungskomplex, ob klein oder groß, dann managen, wer sind die Manager? Und da ist der Staat ein schlechter Manager. Das müssen private Manager sein, wie gesagt, Stiftungen oder Genossenschaften wäre so, das wäre ein gängiges Modell, was ja funktioniert. Alle öffentlichen Einrichtungen, also gerade zum Beispiel die Wasserversorgung funktioniert ja wunderbar in öffentlicher Hand. Also das könnte man natürlich verbessern. Man könnte da einen Bürgerrat reinsetzen. Man könnte für mehr Transparenz sorgen. Man könnte die Verkrustungen dann verhindern. Man könnte Korruption natürlich, muss man verhindern. Ich habe da einfach mehr Vertrauen oder mehr Ehrgeiz, gute öffentliche Strukturen zu fördern, wie den öffentlichen Wohnungsbau, wie eine öffentliche Infrastruktur und auch zu organisieren, dass man das Sorgen darum, also der Begriff heißt ja Commons, also Gemeingüter, dass man wieder Strukturen schafft, wo Menschen auch stärker mit ihren Gemeingütern auch zu tun haben, also in die Entscheidung einbezogen werden, eben als Bürger oder Bürgerrat. Ich habe da also eine große Vielfalt an Vorstellungen. Man kann sicher da Kompromisse finden, im Kleinen, vor Ort, regional, die Leute, die die Liegenschaften kennen. Auch die Wasserwerke, da gab es auch Privatisierung, das war Chaos, hat überhaupt nicht funktioniert. Eben. Oder Bahnprivatisierung. Die Privaten können das besser. Funktioniert überhaupt geht ja nicht. Auch nicht so. Nein, die ziehen raus ohne Ende, auch Klinikenprivatisierungen, hat mir gerade erst wieder ein Arzt erzählt. Die Klinik wurde privatisiert, 10 Jahre nicht investiert, man hat rausgezogen, was konnte und jetzt ist sie wieder in Kommunalhand übergeführt worden, in Hessen, 2 Kliniken. Das hat nicht funktioniert, denn die Privaten ziehen die Gewinne raus, die Profite. Ich war ja 7 Jahre Investmentbanker und wenn wir ein Unternehmen einen Finger hatten, gab es hinterher 3 Ziele, das war Profit, Profit und Profit. Man muss sagen, das war ihr Vorleben, also in ihrem Vorleben waren sie auf der Seite der Banker und Investmentbanker insbesondere auch, die also Profit, Profit, Profit und rausholen, was rauszuholen ist im Sinn hatten und haben dann einen Sinneswandel durchgemacht. Eine Genossenschaft oder eine Stiftung kann auch hervorragend vom Management organisiert sein, ohne dass es diesen Profitdruck hat für einige wenige Großaktionäre. Und vielleicht können wir das irgendwie verbinden, auch kommunale Wasserwerke, die funktionieren viel besser, hat man gesehen. Auch Bahnprivatisierungen hat nicht gut funktioniert. Die Schienen sind nicht renoviert worden, um möglichst schnell Gewinne rauszuziehen. Ganz viel funktioniert nicht. Diese öffentlichen Güter, die dürfen nicht in private Hand fallen. Das ist falsch. Das ist vollkommen falsch. Und andererseits gab es auch Missstände in den öffentlichen Kliniken. Ein früherer Freund von mir war hoher Arzt. Da sagt er, dann im Flur so ein Schrank aufgemacht, da waren Medikamente drin im Wert von 20.000 Euro, die alle abgelaufen waren. Also das ist sehr schwer, dieses Missmanagement, was manchmal sich einschleicht in der öffentlichen Hand, wenn sich keiner verantwortlich fühlt. Und deswegen müssten wir irgendwie Organisationen finden, die da einen Kompromiss machen, die dieses Organisationstalent, das Management reinbringen, die wirklich mit der Sache engagiert sind und dabei sind, aber ohne deswegen dem großen Kapital zu dienen. Und ich glaube, wir würden da Wege finden, mit anständigen Menschen das besetzt. Ich glaube, da würden wir problemlos einen Kompromiss finden. Ja, also es ist eben doch im Vordergrund eben die kommunale und dezentrale Beauftragung sozusagen von Bürgern oder Betroffenen und Konsumenten und Produzenten und dass man also größere Zusammenhänge auch vertreten hat in solchen Institutionen und auch natürlich offene
Diskussionen hat und offene Versammlungen zum Beispiel oder so. Wir haben natürlich auch noch viele institutionelle Begriffe wie Vorkaufsrecht, die auch im Zusammenhang mit Wohnen oder eben Wohngemeinnützigkeit. Das kommunale Vorkaufsrecht, das zum Beispiel vorsieht, dass man, wenn Land oder Wohnraum zur Verfügung steht, dass die Kommune das Recht hat, bevor die Privaten sich bewerben, zu kaufen. Es gibt Milieuschutz, es gibt Ensembleschutz. Also Denkmalschutz, all diese Möglichkeiten gibt es ja und müssten also wieder stärker auch ins Feld geführt werden gegen das Profitinteresse. Das Problem ist, dass dahinter das einzige Interesse das Profitinteresse ist und nicht die Erhaltung eines guten Betriebs und die Erhaltung und Motivierung der Mitarbeiter und dass sie mitentscheiden und auch gerne arbeiten und dass es sich um ein sinnvolles Produkt hält. In dem Maße, wo eben dieses Gewinndenken einsetzt, dass dann alles andere hintangestellt wird. Denn wenn ich meine Gewinne maximieren will, dann muss ich meine Kosten minimieren, meine Arbeiter möglichst wenig bezahlen, die Umwelt möglichst wenig berücksichtigen, weil dann hole ich mir raus, was geht. Also das ist so das Gewinnmaximierungsprinzip, aber grundsätzlich geht es mir schon um was ganz anderes, dass wir von dieser Denkweise wegkommen, von dieser egoistischen Denkweise wegkommen und mehr wirklich in Gemeinwohlökonomie übergehen können. Wenn ich da so mir die verschiedenen Lebensgebiete in der Ökonomie, die verschiedenen Dinge anschaue, dann kam ich zum Ergebnis, naja, da hat Mephisto ziemlich stark seine Hände im Spiel. Also wenn der freie Hand hätte, dann wären viele der Gesetze tatsächlich so, wie sie sind. Denn sie sind menschenschädigend, sie sind die Umwelt schädigend, die Tiere nicht berücksichtigend, die Menschenwürde immer wieder in Frage stellend. Also da ist schon relativ ein stark mephistophelischer Einfluss drinnen und mein Ansatz wäre zum einen das Offenlegen. Schaut mal her, zu welchen Auswirkungen führt denn das? Wollen wir nicht diese Grundannahmen hinterfragen, mit denen wir heute wirtschaften? Dieser unglaubliche Giergedanke, dieser Ehrgeizgedanke, dieser Profitgedanke, muss das wirklich sein? Und könnten wir das nicht reduzieren und dadurch eine menschlichere Wirtschaftsweise bekommen im Wohnen, aber auch in den Betrieben, auf allen möglichen Ebenen. Ja, und da sind Sie ja einer, der sich nichts vormacht. Also Sie sind jetzt keiner, der sagt, es reicht, wenn ich ein ideeller Unternehmer oder eine ideelle Genossenschaft bin, sondern wir brauchen da schon auch Gesetze. Wir brauchen also eine internationale Mäßigung des Finanzsektors und wir brauchen andere Institutionen und zwar beherzt. Anders. Ja, denn ich meine, ich war viel an den Börsen tätig früher als Investmentbanker und ich habe den Eindruck, dass heute in der Politik eben sehr, sehr stark die Interessen von relativ kleinen Kapitalgruppen berücksichtigt werden. Dass also eine massive Lobbyarbeit stattfindet von sehr vermögenden Leuten, von den großen Konzernen, von den Milliardären hinter den Konzernen und dass ein großer Teil der Politik sehr stark durch die Konzerne gesteuert ist. Und das ist nie zugunsten der Menschen. Das ist nie zugunsten der Menschen. Die meisten Menschen glauben, gewinnmaximierende Konzerne, auch alles in allem, machen die doch Gutes für uns. Aber nur ein einziges Beispiel. Gewinnmaximierende Pharmakonzerne, also die Pillen verkaufen und Medikamente verkaufen, für die wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte, der gesunde Menschen. Also nur, um sich das mal klarzumachen, ein gesunder Mensch ist ein Albtraum für den Pharmakonzern. Sie wollen auch nicht, dass wir früh sterben, sondern sie wollen am besten ab dem zweiten Lebensjahr bis zum 80. ständig Insulin oder Allergiemittel. Die wollen uns möglichst lange, möglichst zieh haben. Das ist eigentlich das Ideal der großen gewinnmaximierenden Pharmakonzerne. Also insofern eine Gesundheitsindustrie, das gleiche gilt für Krankenhäuser mit ein bisschen Abstrichen. Deswegen wäre also Gesundheit schon mal wieder ein Bereich, der eh in die elementare Grundversorgung gehört und ein öffentliches Gut oder ein Gemeingut wäre und eine andere Bewirtschaftungsform braucht als diese Profitwirtschaft. Dabei ist ja gerade die Bayerische Verfassung so vorbildlich, Artikel 158, Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. Offenbarer Missbrauch des Eigentums- oder Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz. Das Geld- und Kreditwesen, das Eigentum, das Besitzrecht, die Kapitalbildung soll nicht Selbstzweck sein. Welche Reformen sehen Sie kurzfristig als wirklich auch in einer Koalition wie der unseren als machbar, wenn es eine entsprechende
Reformbewegung gäbe? Und welche langfristigen, beherzteren oder radikaleren Reformen haben Sie vor Augen? Kurzfristig steht momentan im Vordergrund, dass wir zu wenig Massennachfrage haben, dass wir momentan seit 40 Jahren die Schere aufgehen sehen, auch in unserem Land, auch in Deutschland. Die Schere geht auf, das Wirtschaftswachstum geht überwiegend an die obere Hälfte, an die oberen 10% der Bevölkerung. Wir haben eine immer größer werdende Ungleichverteilung und dadurch bleiben die Masseneinkommen bleiben zurück seit mehreren Jahrzehnten auf der ganzen Welt eigentlich. Und diese zurückbleibende Masseneinkommen hat man über immer mehr Schulden versucht zu lösen. Und nachdem die Schulden zu viel waren, hat man dann mit Gelddrucken begonnen ab 2008, 2009 und während der Lockdowns nochmal, sodass die Geldmenge sich im Euroraum jetzt, die Zentralbankgeldmenge verneunfacht hat, in den USA verelfacht hat. Also das ist eins der zentralen Grundprobleme momentan ist, dass durch diese zurückbleibende Massennachfrage wir vor riesigen Überkapazitäten stehen, die uns möglicherweise um die Ohren fliegen an den Finanzmärkten. Man sieht das ja heute an Wall Street seit Jahresbeginn über 20% im Minus. Also das Erste, was man machen müsste, um einer möglichen Depression vorzubeugen, wäre eine Abgabe zum Beispiel auf Boden, eine progressive Bodenabgabe, eine Abgabe auf Vermögen, eine höhere Erbschaftssteuer. Aber vor allem Boden, der kann nicht fliehen nach Luxemburg, eine Abgabe auf Boden. Und diese Gelder, die im Wesentlichen 3 oder 5% der Bevölkerung treffen würden, maximal, diese leistungslosen Gelder nehmen und den normalen arbeitenden Menschen geben, indem man die Grundfreibeträge erhöht. Die Sozialversicherungspflicht ab 1000 Euro, Steuerpflicht ab 1000 Euro, brutto gleich netto bis 1000. Das würde für die kleinen Leute, für die normalen Leute einen dramatischen Einkommenszuwachs bringen. Und da würde auch viel, was wir jetzt erleben haben, über die Inflation, über die steigenden Lebensmittelpreise, steigende Energiepreise, wo viele Leute jetzt die unteren Fünftel langsam immer schwieriger über die Runden kommen, könnte man sofort lösen über eine progressive Bodenabgabe, das Geld den normalen Leuten geben über einen erhöhten Freibetrag, brutto gleich netto. Und plötzlich haben wir weniger soziale Probleme, auch wahrscheinlich weniger kriminelle Probleme mittelfristig. Und haben auch nicht mehr diese Sorge, dass jetzt die Rezession in eine Depression übergeht. Also und würde damit gleichzeitig auch diese überhandnehmende, wahnsinnige Summe von Geld, was ja auch dann Forderungen sind an zukünftige Generationen, die das ja dann zurückbezahlen müssen, diese Schuldtürme, die da aufgebaut wurden, würde diese Menge sozusagen ja auch schrumpfen, wenn man sie stärker besteuern oder durch Abgaben hernehmen würde. Die Schulden, an denen endet es zunächst mal wenig. Ja, wenn ich eine höhere Abgabe auf Bodeneigentum nehme, der nicht fliehen kann, oder höhere Erbschaftssteuer nehme, dann bleiben die Schulden erstmal bestehen. Also die Schulden, die muss man irgendwie anders angehen. Entweder über einen Schuldenschnitt, was eigentlich das Beste wäre, aber Schuldenschnitt heißt Vermögensschnitt für die oberen 1 oder 3% der Bevölkerung. Da gibt es massiven Lobbywiderstand. Oder dass man auch die Schulden ein bisschen weginflationiert. Ja, dass wir nicht nur ein Jahr 8% Inflation haben, wie dieses Jahr, sondern mehrere Jahre 8% Inflation. Dann würden über 5 oder 7 Jahre die Schulden auch langsam weginflationiert werden. Wenn wir das begleiten mit einer Bodenabgabe und die kleinen, die einfachen Leute, die am stärksten leiden unter der Inflation, wenn man das sozial abpuffert, können wir durchaus so einen Inflationsprozess, könnte man durchaus durchleben. Das hatten wir schon mal in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Die Amis hatten das auch schon mal. Sowohl nach dem Zweiten Weltkrieg wie auch während der 80er Jahre oder 70er Jahre. Also es wäre eine Möglichkeit, um an die Schulden dann ranzugehen. Also auch Inflationsprozesse lassen sich so oder so gestalten. Das ist jetzt keine Naturgewalt, die so einfach immer so daherkommt, weil man hat immer die Assoziation, Inflation trifft mich als einfacher Mensch. Aber wie Sie sagten, wenn man die Löhne entsprechend steigert oder die Steuern entsprechend gestaltet und auf der anderen Seite aber Geld schrumpft oder abschöpft, dann kann man Inflation auch mäßigen oder jedenfalls gerecht gestalten. Ja, vor allem, wenn man es flankiert über so eine Vermögensabgabe und Erhöhung der Steuerfreibeträge für die einfachen Leute, dann wäre das maximal flankiert, also netto sogar, würden die Einkommen sehr viel stärker steigen, als durch die Inflation weggefressen wird. Mhm. Aber Inflation ist nur second best. Das Beste wäre eigentlich ein Vermögensschnitt. Um 30% zum Beispiel, ein Schuldenschnitt um 30%. Aber ich fürchte, das kommt nicht. Also wir haben ja ständig diese leistungslosen Flüsse von allen zu denen die Vermögen gehören.
Und die Vermögen sind in Hand im Wesentlichen von oberen 10%, im Falle Deutschlands, im Falle der Welt noch viel stärker. Also die untere Hälfte in Deutschland ist zum Beispiel weitgehend vermögensfrei. Das hat auch Frau von der Leyen gesagt, als sie noch Sozialministerin war. Liebe Bundesbürger, die untere Hälfte von euch hat 2% vom Nettovermögen. Das Vermögen ist in Hand der oberen Hälfte. Und dort fließt eben über Mieten, Pachten, wie jedes Mal Semmel, Brezenessen täglich. Und Erbschaften fließen täglich diese leistungslosen Ströme an alle. Und wenn wir da an den Kern kommen, dann stellen wir plötzlich fest, oh, diese leistungslosen Einkommen, es war ja vor am Anfang exemplifiziert am Boden. Dafür, dass ich im Boden stehe, im Bodengrundbuch stehe, bekomme ich eine Abgabe, sei es Miete, Pacht, was auch immer. Aber Ähnliches gilt ja, wenn ich auch ein Depot habe von 10 Millionen Euro, ein Aktiendepot, dann zahlt jeder Mitarbeiter, der arbeitet, zahlt mir auch einen Obolus an, also für mich als Aktionär, aktuelle Zahlen von Mercedes-Benz. Die haben wir gerade analysiert an der Hochschule. Mercedes-Benz hatte 2021 einen Jahresgewinn nach Steuern von 23,5 Milliarden Euro. Das war der höchste Gewinn der Unternehmensgeschichte. 23,5 Milliarden nach Steuern 2021 Mercedes-Benz. Da ist noch vor der Abspaltung der LKWs, die da im Wesentlichen dabei sind, die Gewinne. Mercedes-Benz hat in demselben Jahr etwa 23,5 Milliarden Euro Löhne und Gehälter bezahlt. Wenn diese Gewinne statt an Aktionäre in China, die etwa ein Fünftel von haben, dann nach Arabien, wenn diese 23,5 Milliarden Gewinne statt an die Aktionäre gehen würden, wenn man die den Mitarbeitern geben würde, hätte jeder Daimler-Mitarbeiter letztes Jahr doppelt so viel Gehalt gehabt. Die Zahl des Gewinns war nach Steuern, war exakt so hoch, ziemlich exakt so hoch, wie die Zahl der Lohn- und Gehaltssumme, inklusive Nebenkosten, inklusive Pensionen und so weiter. Das heißt, den Arbeitnehmern wird die Hälfte der Früchte, die sie erarbeiten, wird genommen und wird nach Kuwait, nach China, zu den Großaktionären, zu den großen Depots geschickt. Also da haben wir dasselbe wie bei den Mietern. Bei Vonovia, jeder dritte Mieteuro fließt als Dividende an die Großeigentümer von Vonovia. Bei Daimler das Gleiche. Von meinem Gehalt von 8.000 Euro, gut, Daimler bezahlt nicht schlecht, eigentlich erwirtschafte ich 16.000 Euro im Monat, 8.000 bekomme ich und die anderen 8.000 bekommen die Aktionäre in Dubai, in China, in irgendwo. Also das, was wir am Anfang exemplifiziert haben an Vonovia, ein Drittel der Miete fließt an die Eigentümer. Das Gleiche kann ich sagen für jeden Daimler-Mitarbeiter. Wenn ich in die Bilanz reinschaue, letztes Jahr war Ausnahme, der Gewinn war so groß wie noch nie in der Geschichte. Aber im Schnitt wird jedem Mitarbeiter in den großen Konzernen, würde ich schätzen, ein Drittel abgezogen und wird an die Aktionäre geschickt. Und deswegen haben wir ein permanentes Umverteilungssystem von allen zu wenigen, die in leistungsloser Form, die wissen gar nicht, wie man Sindelfingen buchstabiert, der Großteil der Aktionäre, ja, die wissen gar nicht, wo die Autos herkommen, die kriegen halten die Hand auf und bekommen 5 Milliarden Dividendenauszahlung jetzt dieses Jahr 22. Wofür? Für nichts, für nicht leisten. Und da müssten wir an diese Grundlagen, wenn wir das logisch zu Ende denken, das geht sehr tief. Werbung ist für mich eines der größten Übel unserer Gesellschaft. Es ist ein Störenfried aller Marktwirtschaft, ist verzerrt, ist fehlinformiert. Werbung um 90% reduzieren, außer ich rede jetzt hier nur von Werbung für gewinnmaximierende Unternehmen, für gewerbliche Unternehmen. Ich rede nicht von politischer Werbung und für kulturelle Zwecke, sondern ausschließlich Werbung für gewinnmaximierende Zwecke. Die können wir problemlos zu 95% eliminieren und dann würden wir nicht mehr so stark in diese Gier getrieben und das mehr haben. Dann hätten wir ein bisschen mehr Zeit zur Besinnung, müssten ein bisschen weniger arbeiten und könnten dann langfristig, wenn wir nicht dauernd eingehämmert kriegen, mehr. Und wenn wir die ganze Werbelandschaft mal wegnehmen würden, dann könnten wir viel, viel freier leben. Wobei man sagen muss, dass die meisten Menschen 40 Stunden arbeiten müssen, um sich diese Mieten leisten zu können. Aber da brauchen wir nicht diese ganzen Investmentbanken mit den ganzen Unfug, die machen, diese ganze Futures-Märkte und diese ganze unsägliche Unsinn, dass man auf Weizen spekuliert, auf Lebensmittel spekuliert und die Preise rauf und runter treibt und woanders verhungern die
die Menschen, dass man das zum Objekt, zum Spekulationsobjekt macht, die ganzen Lebensmittel zum Beispiel, ist ein Unding, das geht überhaupt nicht. Das dürfte man in diesem Ausmaß überhaupt nicht machen. Diese Volatilität, die wir sehen durch die Spekulation in Rohstoffen, in Lebensmitteln, das sind also alles... Die schwankenden Preise, es ist unsäglich für die Landwirte, für die Menschen, die Lebensmittel brauchen. Da müsste man diese Grundnahrungsbedürfnisse, das müsste man alles rausnehmen, von den Investmentbanken alles wegnehmen. Krisenzeiten sind auch mal Zeiten, in denen mehr nachgedacht wird, hoffentlich. Vielleicht auch in falsche Richtungen, aber vielleicht auch in gute Richtungen. Und ich denke, Christian Kreis, Sie sind jemand, der dazu einen wertvollen, segensreichen Beitrag leistet. Herzlichen Dank für alle Ihre Impulse und danke, dass Sie zu Gast hier waren. Ja, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Auf Wiederhören.